Seit wann beschäftigt ihr euch eigentlich damit? Tatsächlich seit Anfang, also wirklich seit, wir haben ja im Anfang Februar oder Mitte Februar haben wir angefangen hier überhaupt zu streamen. Also noch, sind noch Welpen auf Twitch sozusagen. Und haben dann, unser allererster Stream ging um die Thematik Hogwarts Legacy. Ich weiß noch, Panda hatte das, glaube ich, damals vorgeschlagen, weil sie ist ja ein Harry Potter Ja, Fan. genau. Und da haben wir dann halt geguckt, wie transfeindlich ist J.K. Rowling und so, haben wir das so ein bisschen aufgearbeitet. Spoiler, unserer Ansicht ist sie nicht sehr transfeindlich, sondern bringt relativ normale Takes diesbezüglich. Was aber ziemlich hochgekocht worden ist. Und das hat dann dieser Woke-Bubble überhaupt nicht gefallen, weil ich meine, es war der dritte Stream, hatten wir dann auf das Kuchen-TV-Video reagiert. Das war dann auch noch Februar oder vielleicht Anfang März, wo er dann Shuyoka, seitdem kennen wir Shuyoka auch übrigens erst, also ich kannte sie vorher gar nicht, wo dann so gezeigt wurde, was da mit Gronkh-Sache war und so weiter und so fort. Plötzlich hatten wir Alerta, Dave und wie die ganzen Birnen da hießen in unserem Chat und hatten richtig Beef mit denen und dann haben sie angefangen, mich auf Twitter zu doxen und all sowas. Und dadurch sind wir dann tatsächlich wirklich tief in das Game eingestiegen. Und das ist tatsächlich mit eines unserer Hauptthemen in diesem Jahr gewesen, des ganzen Streams. Ja, also wir waren eigentlich immer dabei. Ja, ihr seid quasi genauso eingestiegen wie Nemesis. Ich meine, der ist ja auch bei der Hogwarts Legacy-Thematik reingekommen. Ihm wurde einfach nur, also er wollte einfach nur Hogwarts Legacy spielen, das auch in seinem Stream ganz normal gemacht. Und dann sind ganz viele komische, woke Leute, wie die, von denen ihr gerade erzählt habt, in seinen Chat gekommen und haben ihn als transfeindlich und sonst was beleidigt. Und er wusste überhaupt nicht, worum es geht. Und dann hat er erst angefangen, Reaktionsstreams zu machen. Da haben sie ihm ja den größten Gefallen getan, den sie ihm tun konnten wahrscheinlich. Oder ich weiß jetzt nicht, wie groß Nemesis als Gamer war, aber ich kenne ihn ja auch erst seitdem. Und ich glaube, ich würde mal behaupten, seine Zahlen sind wahrscheinlich seitdem sehr weit nach oben gegangen, oder? Auf Twitch Ja, jetzt. ich glaube schon. Ja. Ja, also Aber herzlichen Dank kann er ja da an der Stelle so ja, quasi sagen. auf jeden Fall auch interessant, wie viele Leute diese Thematik einfach radikalisiert hat, in Anführungszeichen. Nee, einfach mitgenommen hat. Das ist schon, ja, krass. Ja, das Ziel der Walkies, das war damals natürlich nur, dass die Leute dann einfach nicht Hogwarts Legacy spielen. Also das war die erwartete Reaktion. Genau, du hast es ja gerade angedeutet, sozusagen ein Exempel an Gronkh in dem Fall zum Beispiel zu statuieren, damit dann die 10 anderen Influencer sich gar nicht erst trauen, das Spiel überhaupt zu spielen. Online zumindest. Wie würdest du denn Gronkhs Reaktion damals einschätzen? Er hat es ja dann nicht gespielt, aber widerwillig. Also dazu muss man sagen, dass sich Gronkh ja auch laut eigener Aussage nicht groß für Politik interessiert und er eben so gehandelt hat, wie er wahrscheinlich glaubte, am wenigsten Ärger zu haben. Politisch würde ich das natürlich kritisieren, weil ich den Wokeismus für eine absolut gefährliche Ideologie halte. Aber wenn dir so etwas einfach egal ist wie Gronkh, dann ja, entscheidest du halt so. Ja, also so quasi dieser typische Normie-Take. Eigentlich würde ich gerne, aber ich habe keinen Bock auf den Stress, also lasse ich es bleiben. Also Ja, so ein wie gesagt, Gronkh, ich würde. ein Gronkh schätze ich halt auch vor allem von der Persönlichkeit. Ich glaube, da haben wir, glaube ich, auch schon im Stream drüber geredet. Als jemanden ein, zumindest das, was ich von ihm immer gesehen habe, ja, immer möchte er es irgendwie allen recht machen. Nee, Ja. keiner soll ihn nicht leiden können. Irgendwie, naja, aber das Problem ist halt, wenn du es allen recht machen möchtest, am Ende machst du es halt keinem recht. Das ist immer Das am Ende das stimmt, ja. Problem. Und aus dieser Position, wenn halt so ein Gegenwind kommt, ist halt eingeknickt am Ende. Wenn dir Politik relativ egal ist, dann kann es dir ja auch egal sein, ob andere Leute dein Verhalten als vorbildlich oder nicht sehen, beziehungsweise welche Auswirkungen das auf die Gesellschaft hat. Also aus politischer Sicht ist es natürlich absolut verheerend, wenn man solchen Woken-Shitstorms nachgibt. Dadurch gibt man den Wokisten nämlich noch mehr diskursive Macht. Dadurch gibt man ihnen Macht, eben in diesem Fall darüber zu entscheiden, welche Spiele gespielt werden können oder eben nicht. Ich glaube, einen Gronkh hat auch nicht unbedingt auf dem Zettel gehabt, dass wenn jetzt jedes Mal ein Spiel kommt und die Woken haben was dagegen, die werden ja genauso handeln. Warum sollten sie beim nächsten Spiel nicht auch sagen, hey, der ist ja genauso transfeindlich und du hast schon da Hogwarts Legacy nicht gespielt, das darfst du auch nicht spielen. Er ist halt in keiner Position dann, indem er sagt, ja, nee, das spiele ich jetzt. Ja, vor allem dieser Vorwurf der Transfeindlichkeit, ihr hattet es ja gerade schon angedeutet.
Der ist ja meistens an den Haaren herbeigezogen. Also bei J.K. Rowling hat mir bis heute niemand aus dieser Bubble irgendeinen Beweis dafür vorlegen können, dass sie transfeindlich ist. Ihr sagt gerade, ihr hättet euch mit den Beweisen beschäftigt und sie sei auch nicht transfeindlich. Also das deckt sich auch mit allem, was ich dazu bisher gelesen habe. Ja. Ja, absolut. Sie hat da, du kennst ja den Tweet da, Panda, ne? Was hat sie da mal getweetet, damals ungefähr? Worauf sie sich da immer beziehen? Da gab es mehrere Sachen. Eins war ja zum Beispiel, dass sie sich einfach drüber lustig gemacht hat, dass da in irgendeinem Artikel, ich glaube, statt Frauen wurde geschrieben, Menschen, die menstruieren oder sowas. Da hat die sich dann drüber lustig gemacht. Da gab es ja mal ein anderes Wort für, hat sie, glaube ich, geschrieben. Ja, genau, das war der Wortlaut. Sie hatten da irgendwie Menstruierende geschrieben oder menstruierende Menschen oder sowas. Da meinte sie, gibt es da nicht ein Wort für, lass mich nachdenken. Oh, Frauen. Also sie fand es halt schlecht, dass das Wort Frauen nicht benutzt wurde, genau. Und dann hat die auch noch irgendwen anders in Schutz genommen, irgendeine andere Frau, die halt diese Position vertreten hat. Und solche, es gab halt mehrere dieser Kleinigkeiten und dann, aber es war halt alles absolut harmlos, absolut. Aber ich glaube, auch hier ist das ist die schwächere Position. Okay, wir nehmen hin, okay, sie ist transfeindlich. Ist mir egal, ich spiele trotzdem das Spiel. Es kann mir doch völlig egal sein. Meinetwegen ist sie das. Meinetwegen ist sie. Meinetwegen hat sie ihr ganzes Haus vollgeklebt mit Stickern, wo draufsteht, es gibt Hashtag nur zwei Geschlechter. Ja, und? Ja, trotzdem ändert das ja nicht daran, dass sie mit dem Spiel an sich eigentlich nichts zu tun hat, außer dass sie halt eben die Welt erfunden hat. Aber es wird von anderen Leuten. Ja, die wird da Geld dran verdienen, das stimmt, aber das jetzt auch nicht. Ja, da wird halt auch über 10 Ecken dann irgendeine Kontaktschuld einfach aufgebaut, eine komplett sinnlose. Ja, und zumal diese Trennung von Autor und Werk. Also diese Trennung von Autor und Werk, die ist ja eigentlich ein großer Fortschritt gewesen, dass man sich Argumente angucken kann, ohne darauf zu schauen, wer hat das jetzt gesagt, darf ich da überhaupt drauf reagieren oder gehört der zum feindlichen Lager? Also das ist ja für einen freien Diskurs eigentlich notwendig, dass man auf die Argumente schaut und nicht darauf, wer es gesagt hat und dann erst recht nicht, wer hatte mit demjenigen noch zu tun. Ja, absolut. Würdest du denn auch sagen, es ist richtig, selbst wenn sie jetzt offen transphob wäre und irgendwas, jetzt nicht zu krass, aber halt schon sagt, nö, das lehne ich ab oder was weiß ich, dass man dann irgendwie mit dem Harry Potter-Universum nichts mehr zu tun haben dürfte? Kontaktschuldmäßig? Ja, ne? Genau, das ist ein völliger Unsinn, völliger Unsinn. Sind ja auch so schöne Bücher, also das hat ja damit nichts zu tun. Wie gesagt, Trennung von Autor und Werk, das gilt in der Kunst, das gilt in der Literatur und das gilt auch jetzt in der Wissenschaft, in der politischen Theorie. Egal, wo man hinschaut, eigentlich überall sollte man Autor und Werke voneinander trennen, wenn man inhaltlich diskutieren will. Aber darum geht es den Walkies eben nicht. Es geht ihnen darum, Leute quasi, jetzt fähre ich nicht explizit in dem Fall, aber Leute mundtot zu machen, weil ihnen ihre Argumente oder ihre Ansichten einfach nicht gefallen. Ja, es geht darum, ihre kulturelle Hegemonie zu sichern. Und da sie im freien Diskurs, wie gesagt, keine Chance haben, einfach zu sagen, ihr dürft dieses Spiel nicht spielen. Wir haben gerade zwei sehr gute Argumente genannt, warum man es doch spielen darf. Erstens, die Vorwürfe der Transfeindlichkeit sind nicht belegbar. Zweitens, Autor und Werk sollten voneinander getrennt werden. Also dieses, ihr dürft dieses Spiel nicht spielen, das hat ja im freien Diskurs keine Chance, diese Forderung. Wenn man aber jetzt Shitstorms gegen große Streamer organisiert oder sogar von Plattformen verlangt, die zu demonetarisieren oder sie komplett wegzucanceln, dann kann man ein Klima der Angst erzeugen und damit seine kulturelle Hegemonie aufrechterhalten. Ja, genau das sehe ich auch so, dass sie das dann immer auf diese Art und Weise machen wollen. Sie wollen Leute einschüchtern. Nehmen wir jetzt so vielleicht auch kleinere wie Alerta, Dave und so als Beispiel, die dann hingehen und die ganze Zeit über ein Proletopia oder ein Sinans Woche oder auch mal über uns schreiben, um diese Leute auch einfach einzuschüchtern. Oder Nemesis als Beispiel auch. Dass sie dann sich da irgendwie entweder nicht mehr trauen, was zu sagen oder vielleicht ganz die Lust zu verlieren, Content zu machen und so weiter und so fort. Das ist so diese Vorgehensweise. Ja, genau. Diese Meinungen werden nicht erwünscht. Sie sollen eben nicht im öffentlichen Diskurs vorkommen. Sie werden ausgelöscht. So, das vor allem mache ich hier mal den Kasper. Was sie ja sagen, ihre Argumente sind, das ist ja das Beste, was sie haben. Wenn sie inhaltlich was anderes hätten, also wenn sie überhaupt irgendwas anderes hätten, als das ist J.K. Rowling und die hat da über x viele Ecken mit zu tun, hätten sie was Besseres hätten wir davon gehört und dann hätten sie das auch angebracht. Sie kommen ja nicht absichtlich mit ihren schlechtesten Argumenten, sondern mit ihren besten. Sie haben keine Argumente, das ist es ja.
Absolut. Ja, J.K. Rowling hat damit was Zustimmung. Zu tun und die hat das gesagt. Das ist halt deren Form von Argument. Es ist natürlich völlig schwachsinnig, aber das ist das Beste, was sie haben.